Die Hitze macht auch den iPhones zu schaffen. Viele Besitzer eines Apple-Smartphones melden derzeit ungewöhnliche Vorfälle. Meistens schalten sich die Geräte einfach unangekündigt aus. Doch das geschieht nicht aufgrund eines Fehlers, sondern ist hausgemacht. Denn Apple empfiehlt den Nutzern, ihre iOS-Geräte nur im Temperaturbereich von 0 bis 35 Grad zu nutzen. Da es in vielen Orten Österreichs derzeit Temperaturen von 35 Grad im Schatten gibt, wird die Apple-Empfehlung bei direkter Sonneneinstrahlung schnell überschritten. Wenn das iPhone dann auch noch intensiv genutzt wird, droht es zu überhitzen. Damit es gar nicht so weit kommt, verfügt das Apple-Smartphone über einen Schutzmechanismus, der das iPhone automatisch ausschaltet, wenn es zu überhitzen droht. Sollte dieser Fall eintreten, ist es ratsam, das Gerät in den Schatten oder einen kühleren Raum, aber nie in den Kühl- oder Gefrierschrank, zu legen, damit es abkühlen kann. Wenn man es nach einer Weile wieder einschaltet, funktioniert es wieder einwandfrei. Eigentlich ist der Schutzmechanismus eine gute Sache, da er die Nutzer vor teuren Folgeschäden bewahrt. Doch viele sind im empfohlenen Temperaturbereich für ein Smartphone, dessen Top-Versionen über 1000 Euro kosten, auch als Armutszeugnis an.